Ein Team um Professor David Sinclair von der Harvard University hat in einem neuen Modell alles, was wir über die Genetik des Alterns zu wissen glaubten, komplett auf den Kopf gestellt. Sie haben es geschafft, Alterungsprozesse von Mäusen erst krass vorzuspulen und sie dann sogar wieder zurückzudrehen. Dafür haben sie die DNA von Labormäusen an bestimmten Stellen kaputt gemacht und von den Zellen reparieren lassen. Immer und immer wieder. Das Ergebnis: Die Mäuse wirkten optisch viel älter als ihre Geschwister aus den gleichen Würfen. Und der Knaller: Diese Veränderungen konnten mit einer Gentherapie in Teilen wieder rückgängig gemacht werden. Das Ergebnis aus Harvard: Die Organe der Mäuse arbeiteten wieder wie früher. Altersbedingte blinde Mäuse konnten wieder sehen. Aktuell setzen sie ihre Forschung fort, diesmal aber an Menschenaffen. Mehr dazu erfährst du jetzt in meinem neuen Video.